Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Polizeigeschichte Ausbruch aus der Polizeistation. Mal sehen, was passiert. Neuer Tag, neues Glück. Mal sehen, was ich heute so alles anstellen kann. Das sieht gut aus hier. Dieser Wand kann ich meinen Stempel aufdrücken. Dafür brauche ich nur noch meine Spraydose. So, dann wollen wir mal. Nanu, was haben wir denn da? Haha, Rechtschreibung ist wohl nicht seine Stärke. Na, den würde ich mir mal vorknöpfen. Na Freundchen, was machen wir da, Was? Mit der Rechtschreibung scheint es ja nicht so zu haben, aber das können wir dir im Knast noch beibringen. Ich war das nicht, ich schwöre. Oh Freundchen, ich hab dich doch auf frischer Tat ertappt. Außerdem hast du immer noch die Spraydose in der Hand. Oh Mist! So, da wären wir, Bürschchen. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Na dann, nach dir. Was Blödes hat er mich erwischt, aber ich hab mich nicht aufgepasst. Verdammt nochmal. Ja, Mann, hilft nichts. So, bevor wir eine kleine Willkommensparty für dich abhalten, möchte ich dich erstmal bitten, deine persönlichen Sachen in diesen Schrank zu packen. Was? Meinst du etwa mein Board? Das gebe ich nicht her. Glaub mir, hier wirst du ganz andere Probleme haben, Freundchen. Den Helm auch, wenn ich bitten dürfte. Okay, fertig. Zufrieden? Vorzüglich, Junge. Und jetzt folge mir. So, wir machen jetzt noch ein paar Fotos für deine Modelkartei und dann kleiden wir dich sogar noch neu ein. Also bitte einmal hinstellen, Brust raus, Kinn rein. Du bist ja ein Scherzbold. Was auch immer. Riecht freundlich, bitte. Grandios. Und jetzt einmal von deiner Schokoladenseite bitte um 90 Grad drehen. So, mein Schöner, jetzt kriegst du auch noch das neueste Sommeroutfit. Und bitteschön. Fantastisch siehst du aus. So, und jetzt folge mir. Ich führe dich in dein neues Apartment. So, wenn ich bitten dürfte, das hier sind deine neuen vier Wände. Immer hereinspaziert. Was? Hier soll ich wohnen? Was ist das denn für eine Kaschemme? Denkst du, du wohnst hier im Four Seasons, oder was? Hättest du mal lieber kein Blödsinn gebaut. Hey, das geht doch nicht. Und wie ich das kann. Mach's gut, Börschchen. Na toll, jetzt hänge ich hier fest. Was mache ich nur? Oh Mann, ist das langweilig. Irgendwie muss man doch hier rauskommen. Junge, es gibt Essen. Na, immerhin ein Lichtblick. Mann, habe ich einen Kohldampf. Was gibt es denn Schönes? Oh, du wirst dich ganz sicher freuen. Wird schmecken wie bei Oma. Ja, eine Portion Haferschleim lass dir schmecken. Haferschleim. Das konnte ich schon als kleines Kind nicht ausstehen. Das hat sich nicht geändert. Bäh. Aber naja, immerhin kann ich den Löffel vielleicht benutzen. Ich habe mal von einem gehört, der sich mit einem Löffel freigebuddelt hat. Das sollte ich ja dann wohl auch schaffen. Die Luft ist rein. Ich kann anfangen zu buddeln. Okay, dann wollen wir mal. Diese Wand hier sieht mir ein bisschen brüchig aus. Komm schon. Komm schon. Blöde Wand, nun komm schon. Wow, ich hab's geschafft. Ich bin ein Genie. Jetzt aber nicht zu viel weg hier. Ach halt, stopp. Hätte ich ja fast vergessen. Ein Glück, dass ich den Löffel noch habe. Damit versuche ich mal das Schloss zu knacken. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, super, mein Kram. Okay, jetzt werde ich mal eben die Klamotten wechseln und dann nichts wie weg hier. Macht's gut, ihr Luschen.